Willkommen zurück, Freunde der Analogen Unterhaltung. Wir sind immer noch in Essen und bei mir ist Daniel von Sit Down mit zwei Spielen oder anderthalb Spielen. Ich glaube, wir kriegen ein kleines Preview gleich. Was hast du uns denn hier mitgebracht? Ich möchte beginnen mit God Save the Queen. Ein... Ich mach's noch weiter schreien. Dran. Oder gerade draußen, ich glaube, du kannst es auch in der Mitte gucken, also kannst genau. Kannst da? Ja, ne, damit haben wir schlechte Erfahrung, weil er meist zu mir spricht. Aber da kannst du uns zu mir. Na gut. Jetzt? Vielleicht jetzt? Soll ich nochmal einhalten? Ja, das kannst du machen. Gut. Willkommen zurück. Wir sind immer noch hier in Essen und bei mir sitzt Daniel von Sit Down mit God Save the Queen. Worum geht's denn dabei? Ja, wie der Name vermuten lässt, sind wir Goten, genauer gesagt zwei Gotenstämme, die West- und die Ostgoten. Und wie das so war bei den Goten, wir hatten lange, lange Jahre, hatten wir viel, viel Krieg. Und um diesen Krieg irgendwann zu beenden, haben wir uns überlegt, die Tochter des einen Königs könnte doch mal gegenüber heiraten und damit für Frieden sorgen. Das hat auch kurzweilig funktioniert. Schlussendlich wurde die dann Königin aber entführt. Und natürlich werfen wir dem jeweiligen anderen Stamm vor, sie entführt zu haben. Und es kommt erneut zu kämpferischen Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzung soll jetzt in diesem sprachlosen Kommunikationskartenspiel, möchte ich es mal nennen, gelöst werden. Kommunikation deshalb, weil man spielt es meistens mit vier Personen. Es gibt auch Möglichkeiten, es mit weniger als vier Personen zu spielen. Sollte man noch eine zweite Box dazu kombinieren, kann man es auch mit bis zu acht Leuten spielen. Aber eigentlich spielt man es mit vier Personen. Es gibt zwei Könige, den Westgotenkönig und den Ostgotenkönig, und es gibt die entsprechenden Kriegsherren dabei. Wie das so unter Goten ist, da wird relativ wenig kommuniziert und auf dem Schlachtfeld ist das ja so, weil sowieso immer ein bisschen schwierig mit der Sprache, also kommuniziert man quasi wortlos. Ja, also wenn wir jetzt beide sozusagen Ostgoten wären und da drüben säßen unsere westgotischen Gegner, dann wärst du vielleicht der ostgotische König und würdest versuchen, deinem, also mir, dem Kriegsherrn der Ostgoten, Kommandos zu geben. Dafür, da gehe ich doch auch gleich mal mit der Detailkamera ran. Genau, dafür hast du hier so verschiedene Kommandokarten. Ganz wichtig bei den Kommandokarten ist, du grummelst mir oder beziehungsweise du schweigst mir ein Kommando rüber, wie das unter Goten so üblich ist. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber du möchtest gerne eines von diesen beiden Kommandos ausgeführt haben. Das heißt, ich als Kriegsherr wiederum habe einen ähnlichen Kartensatz und muss jetzt gucken, wie ist die Situation auf dem Brett und was war vielleicht die Bewegung oder der Zug, den die anderen vorher gemacht haben. Das gucke ich mir an und daraus kann ich möglicherweise hoffentlich schließen, welches Kommando ich ausführen will. Also möchtest du zum Beispiel, dass ich den Werber spiele, sprich, dass ich habe ja insgesamt drei Truppen sozusagen zur Verfügung, dass ich also noch einen nachhole. Oder was möchtest du mir eigentlich sagen sozusagen? Das machen beide Parteien. Zunächst die mit dem Initiativemarker, dann die andere Seite. Haben beide Kriegsherren ihr Kommando gewählt, wird das aufgedeckt und dann wird geguckt, stimmen wir mit dem Wunsch des Königs überein. Stimmen wir überein, können wir unsere Aktion durchführen, wie zum Beispiel Katapultstartler machen oder uns hier auf dem Spielfeld vorwärts bewegen oder zum Beispiel mit dem Geier unter eines der verdeckten Felder hier gucken. Stimmt es nicht überein, dann bleibt sozusagen die Ansage des Königs offen, aber wir können in der Runde keine Aktion machen. Dann wiederum haben wir aber die Gnade sozusagen in der nächsten Runde, dass wir ja zumindest ein Kommando, das bleibt sozusagen stehen, das ist ein stehendes Kommando und in der nächsten Runde, wenn wir dann vielleicht merken, wir können das, was er verdeckt ausspielt, kommt uns nicht so ganz, kriegen wir nicht richtig herausgefunden, können wir passend zu diesem bereits offenen Kommando eine Karte ausspielen. Ja, Ziel des Spiels, wie gesagt, ist es, sich so langsam aber sicher hier fortzubewegen und im Zweifelsfall hier irgendwo die richtige Karte aufzudecken, denn da ist die Prinzessin runter. Der Chat möchte gerne mal die Felder sehen. Ja, gehen wir da auch nochmal näher ran.
Da müssen wir so ein bisschen schummeln, weil das Kabel leider nicht mehr erlaubt, als so von der Seite drauf zu gucken. Aber vielleicht können wir da noch ein paar Karten. Das ist halt normales Gelände. Man kann aber auch sich einbuddeln sozusagen. Das heißt, man kann eine Barrikade aufbauen. Dann kann man nicht mehr von Äxten oder Katapulten getroffen werden. Aber auch dagegen hat der Gote eine Waffe. Dann schickt er einfach Ratten. Und das ist ja dann besonders unangenehm. Wie gesagt, man kann halt einen Katapult versuchen klar zu machen. Das wiederum sehen natürlich aber auch die anderen Goten und können dann versuchen, das Ganze wieder zu entschärfen. Es gibt halt die verschiedenen Kommandos und die werden in einer numerischen Reihenfolge dann auch durchgeführt. Das Ganze ist eigentlich sehr einfach und sehr übersichtlich, sodass man sagen kann, man kommt so Pi mal Auge mit 20 Minuten Spielzeit hin. Mhm. Und wie viele Spieler? Es waren 6 gesagt? 4 wären perfekt. Mhm. Das ist eigentlich mit einem Spiel sozusagen die perfekte Zahl. Man kann es auch mit weniger spielen, aber ne, jeweils ein König und ein Warlord, mhm, sprich 2 Parteien mal 2. 4 Personen. Ja, sehr, sehr schön. Und gibt es das Ganze hier in Essen jetzt schon? Für wie viel kriegt man das denn? Das ist erhältlich bei Sit-Down Games am Stand in Halle 3. Und zwar Halle 3 Stand Q116. Und das Spiel ist zumindest der empfohlene Verkaufspreis 14,95. Mhm. Ja, schön. Du hast uns, glaube ich, noch was Zweites auch mitgebracht. Ja, ganz oder kurz noch ergänzend würde ich sagen, es gibt theoretisch auch noch Erweiterungen. Das eine sind sogenannte Twin Pills. Damit kann man die, wie ich finde, aber trotzdem auch sehr schönen Pappaufsteller durch Kunststofffiguren ersetzen. Das sähe dann so aus, wenn du es vielleicht ganz kurz nochmal... Ich kann ja mal die Kamera bereitstellen. Und dann gibt es noch Oh My God. Und das ist eine kleine Erweiterung mit zusätzlichen Karten wie der Ballista zum Beispiel und besseren Spionen. Genau. Und so ein bisschen atmosphärische, eine Barrikade, die man zum Beispiel dreidimensional aufbauen kann. Das sind kleine Erweiterungen, zu denen muss ich dir aber im Moment leider den Preis schuldig bleiben, weil ich nicht hundertprozentig weiß, wie es morgen dann sein wird. Entschuldigung, ich habe dir das jetzt weggenommen. Das macht nichts. Sehr schön. Und dann hattest du uns, glaube ich, genau. Und dann ganz Zweites. Kurz einen kleinen Preview sozusagen für ein Spiel, was es noch nicht gibt, was aber im Frühjahr 2017 erscheinen wird und was man kurz gezeigt haben muss. Ich mache hier mal ein bisschen Platz. Das so. Und zwar handelt es sich hierbei um Magic Maze. Und das muss ich deshalb zeigen, weil es so außergewöhnlich ist von seinen Mechanismen. Wir sind, beziehungsweise Abenteurer, sind gerade aus dem Dungeon gekommen. Mhm. Und das war so ein richtig anstrengendes Abenteuer. Das hat quasi alles an Leben, an Astralenergie und an Ausrüstung gekostet. Was macht da der findige Abenteurer? Er zieht natürlich los und geht in die Fantasy Mall, ins sogenannte Magic Maze, also quasi in den nächsten Dungeon, aber den Shopping Dungeon quasi. Also Shopping, sollte man nicht meinen, ist nicht eine Erfindung der Neuzeit, sondern gab es auch schon damals. Der Witz an dem Spiel, ganz kurz erklärt, ist, wir sind nicht die Charaktere, wir sind auch irgendwie nicht Spieler, die irgendeine Reihenfolge haben, sondern das ist ein Tempospiel, was parallel läuft. Und das Einzige, was uns unterscheidet, ist unsere Möglichkeit der Bewegung. Das heißt, wir sind sozusagen die Welt. Ja? Wir geben quasi die Welt vor. Und es gibt auch nur wenige Aktionen. Es gibt Teleport, es gibt Bewegungen in unterschiedliche Richtungen. Entschuldigung, so. Und ja, genau, Dankeschön. So, und wenn das Spiel beginnt, oder generell, es wird immer diese Sanduhr laufen gelassen und die Spieler, also du kannst zum Beispiel immer nur nach Süden gehen, ich kann immer nur nach Osten gehen, etc. Und wir müssen die ganze Zeit auf das Spielfeld gucken und immer dann, wenn es gefragt ist, zum Beispiel die gelbe Figur nach Süden zu bewegen, dann ist der Mensch mit der Südkarte gefragt. Mhm. Wenn man auf einen gleichfarbigen Fall kommt, dann kann der Spieler mit der Lupe das Anschlussfeld freischalten. Das wird dann immer mit dem weißen Pfeil passend angelegt.
Und hier taucht jetzt zum ersten Mal ein interessantes Sealfeld auf. Die Charaktere, ein Elf, ein Zwerg, ein Barbar und ein Magier, wie man das so kennt aus der Abenteurergruppe, die wollen in ihren Lieblingsshop rein. Und das ist immer der, der mit der Farbe, der farblich übereinstimmt. Ah. Und Ziel ist es nun, von uns allen zusammen innerhalb kürzester Zeit, das sind 3 Minuten, in diesen Shop zu kommen. Sobald alle Figuren in einem Shop verschwunden sind, geht jedoch der Alarm los. Die Teleportfelder funktionieren nicht mehr. Das heißt, Bewegung in dieser Mall ist sehr schwierig geworden. Mhm. Und wir müssen irgendwann, wenn alles aufgedeckt ist und das Layout sozusagen der Mall klar ist, liegt irgendwo dann das Exitfeld. Und wir müssen es schaffen, innerhalb der Zeit dieses Exitfeld zu erreichen. Mhm. Und wenn wir es schaffen, alle Charaktere aus der Mall rauszubringen, bevor uns die Sicherheitskräfte erwischt haben, haben wir das Spiel sozusagen gemeinschaftlich gewonnen. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Barbaren hier hätte, der Barbare könnte irgendwie nach Süden, nach Osten sich teleportieren, dann wieder hier hinlaufen und da müsste er hin, am Ende müsste er aber wieder zu der Tür raus. Ja genau, aber du machst halt immer aber nur... Aber ich darf halt immer du, nur... Du sagst ich immer bin nur, der immer dann, wenn jemand nach Süden gehen muss, bist du Süden. Und du musst okay. sagen, jetzt gehen wir nach Süden oder sowas. Ja? Oder wenn es um eine Treppe geht, dann bin ich die Treppe. Oder hier, der Barbar steht jetzt irgendwo im Dungeon und dann sage ich, alles klar, ich spiele den Teleport, also beziehungsweise ich bin der Teleport-Spieler. Dann kann ich sagen, okay, es scheint mir angebracht, der gelbe Spieler ist ja total verloren, weil hier ist grün, hier ist lila. Da kann ich mit dem Barbaren nichts anfangen. Mhm. Also teleportiere ich den zurück in die Basis. Mhm. Und so bewegt man sich diesen Dungeon durch. Jetzt wirst du natürlich sagen, 3 Minuten, das ist aber ganz schön knapp. Das schafft man auch nicht. Aber, wie man hier sieht, gibt es immer mal wieder Stundenglasfelder. Mhm. Bewege ich einen Charakter auf so ein Stundenglasfeld, dann wird diese Uhr umgedreht. Und das sollte man machen, bevor sie abgelaufen ist, weil sobald sie abgelaufen ist, wäre das Spiel verloren. Okay. Dann wird dieses Hourglass, dieses Stundenglas wird umgedreht. Das darf man natürlich auch nicht zu früh machen. Weil sonst wäre das ein Eigentor. Ja. Genau. Deshalb ist es auch sinnvoll, das mit so einer Uhr zu spielen und nicht mit einem Timer oder sowas, weil das geht einfach nicht. Das ist der einzige Zeitpunkt, wo man leichte Absprachen treffen kann. Da kann man sich mal kurz besprechen, wenn die Sanduhr gedreht ist. Aber sobald dann wieder jemand eine Bewegung macht, ist wieder komplette Stille. Oh. Das heißt, das Spiel findet in kompletter Stille statt. Es ist einzig die Bewegung. Einzig, was man machen kann, man kann sich gegenseitig anschauen. Oh, das stelle ich mir schon sehr, sehr böse vor. Es kommt dann der Moment, wo einer überhaupt nicht rafft, dass er jetzt irgendwie was machen soll. Und 3 oder 4 Spieler gucken irgendwie nur ihn an und so. Ja. Eine weitere Möglichkeit ist halt dieser Du-bist-jetzt-dran-Marker. Ah, okay. Dem kann ich jemanden... vor die Füße knallen und dann okay. so. Wann soll das Ganze rauskommen? Das soll, wenn es gut läuft, im Februar, sprich zur Spielbahnmesse in Nürnberg rauskommen. Ist jetzt auch, muss man jetzt leider sagen, für Presse mehr oder weniger gedacht. Das heißt, die Presse kann gerne zu unserem Stand kommen und sich das dort anschauen. Oder Vertriebe oder Händler, die es interessiert. Aber das, denke ich, ist ein ganz ungewöhnliches, neues Konzept für ein Verlies-Dungeon-Fantasy-Spiel. Und ja, im Frühjahr soll es erscheinen. Okay. Auch schon irgendwie eine Idee, was der Preis oder alles noch offen? Leider gar nicht. Okay. Aber es wird ein etwas größeres Spiel in einer etwas größeren Box. Also ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ein kleines Kartenspiel. Dann sag ich mal, Daniel, vielen Dank. Ich danke. Viele spannende Spiele. Haben wir noch Fragen aus dem Chat? Wie heißt das Spiel? Dieses? Ja. Genau. Magic Maze. Achso, und ganz wichtig, ganz kurz. Leute, Sekunde, darf ich das hier mal in diese Detailkamera halten? Das ist ja jetzt hier im Moment noch so ein Prototyp. So ungefähr. Hier so ist ja ein Prototypenfeld, aber hier weiter unten sieht man dann, das wird dann die mehr oder weniger finale Grafik sein. Wunderbar. Ja. Magic Maze. Dann, Sit Down Games. Ups. Dann vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Ich glaube, wir haben auch schon die nächsten Spiele aufgebaut. Das heißt also kurz Umbaupause und wir sind wieder da.